Guten Tag und herzlich willkommen hier zurück bei Way Play Baumania. Wir spielen eine Runde King Battle und es wird mega geil, glaube ich, weil ihr wisst ja Bescheid. Ich kann nicht laufen. Ihr wisst ja Bescheid, dass ich genug Level habe für den Level 5 Bogen und ich habe den endlich habe ich es geschafft. Den besten Bogen, Rückstoß ist, glaube ich, gerade nicht so wichtig, auch wenn es ganz cool wäre. Aber hey, es ist nicht notwendig und das freut mich ja trotzdem, das, was ich jetzt habe. Und ich hoffe, ja, der sieht noch gesund aus. Kann ich was, wenn. Ach, ich versuch's nicht. Ich habe einen Level 5 Bogen, das freut mich. Der macht Schaden und jetzt kann ich mich auch um die Schwerter kümmern. Das heißt, jetzt wird. Was? Ah, okay, ich habe noch genug. Ich habe ja noch einen Netherstein hier. Jetzt wird exzessiv dafür gefarmt. Ich habe kein Essen mehr. Pilzsuppen. In den Kampf ist mega kacke. Vielleicht mache ich mir einfach jetzt Pilzsuppen. Ich habe ja genug Schwerter an sich gemacht. Das heißt, ich mache mir noch ein paar Pilzsuppen. Okay, das reicht. Ich hätte mir, ja, ich bin so behindert manchmal. Immerhin 4 Stück. Da kann ich mal was essen und in dem Sinne ist es gar nicht mal so schlecht, denke ich mal. Weil ich verschwende nicht das Fleisch, was halt gesteckt werden kann. Pilzsuppen nehmen viel zu viel Platz weg. Und ich habe ja letzte Folge noch eine schöne Höhle gefunden. Und die suche ich jetzt gerade auf. Oh, komm, das hole ich mir jetzt. So, genau, ich hole mir das. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich ein Thema mal ansprechen will, dann, weil ein paar Zuschauer haben sich gewünscht, dass ich nicht die ganze Zeit nur, ey, ich farm das ab und das ab. Also habe ich ein Thema und zwar möchte ich einfach mal ab und zu mal in Serien über, in Folgen über Serien sprechen, die ich gucke, weil ich gucke viele Serien, ob es jetzt Realverfilmungen sind, also in dem Sinne, dass es halt, ich meine halt echt. Wie nennt man das? Also auf jeden Fall der Dreh mit echten Menschen ist also kein Anime oder Zeichentrickserie. Weil ich gucke echt alles. Ich gucke wirklich alles. Und ja, und ich denke, ich fange in dieser Folge vielleicht mal mit Game of Thrones an, weil es schon ein bisschen her, dass ich den geguckt habe. Ist auch nicht so lange her. Ich habe den, glaube ich, zu Jahresanfang geguckt. War das da unten irgendwo? Ich glaube, dann bin ich hier links gelaufen. Ja, das wäre unten. Oder? Ja, das war hier. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Und ja, ich mag diese Serie für die Leute. Ich möchte es halt auch nicht spoilern. Das versuche ich jetzt hier stark zu vermeiden. Ich hoffe, es gelingt mir. Es ist halt die Geschichte. Ich sag mal so, ich kenne mich jetzt gerade nicht mehr so gut aus, weil es eine ganze Zeit lang her ist, dass ich das geguckt habe. Also werde ich nicht alles wissen. Auch die Namen der Städte, der Personen werde ich wahrscheinlich auch nicht wissen. Aber ich will sowieso nicht spoilern. Also es tut mir schon mal im Vorfeld leid, falls ich was Falsches erzähle. Berichtigt mich in den Kommentaren. Und ich werde es irgendwann aufklären oder ihr werdet es selber in den Kommentaren lesen, falls ich Scheiße gelabert habe. Es geht halt zentriert um die Familie Stark, die im Norden von. Ich habe vergessen, wie. Das ganze Land heißt, das ist mega peinlich. Tut mir leid, Fabio und Simon. Ist halt ein bisschen her. Ich überlege die ganze Zeit, wie hieß dieses Land? Es hat doch bestimmt einen Namen gehabt, egal. Auf jeden Fall, die leben im Norden dieses Landes und waren da halt auch so, sag ich mal, die Bosse in dieser Gegend hatten viele Untergebene. Der ist halt auch ein Lord, halt, Lord von Winterfell ist der Ned Stark. Und ja, es geht halt um diese Familie. Der hat ja halt mehrere Kinder. Der hat 3 Söhne, die unter ihm, unter seinem Nachnamen laufen. Halt noch einen Sohn, den er halt außerehelich bekommen hat. Und das war halt der. Ist halt, die werden Schnee genannt. Die, sag ich mal, die Bastarde. Wie es in der Serie schon gesagt wird, und er hat halt nur eine Tochter, die heißt Arya Stark. Und ja, und es geht halt um diese Familie und dann noch mal um
Die Lannisters, das ist auch nochmal eine. Also nein, ich fall vier Familien, die Fokus dieser Serie stehen. Und das sind halt die Starks, wie genannt. Dazu kommen halt noch die Lannisters, da sind halt so mega reiche Leute. Oder waren mal, ja egal, die halt mega reiche Leute. Die haben me mega viel Einfluss auf das ganze Geschehen dort. Die Frau ist halt auch einer der Protagonisten ist halt auch die Frau des Königs, der Mann, ja die Frau des Königs, was ist los mit mir? Und ja, halt die Lannisters, dann gibt es noch die Targaryens, das ist so die Königsrasse gewesen, bevor halt die Baratheons sich die Macht erkämpft haben. So kann man das eigentlich an sich beschreiben. Ist halt so ein Machtkampf. Mega cool und eigentlich wollte ich, habe ich, ich war so mega behindert und wollte mit euch eigentlich so besprechen, wie es weitergehen könnte, aber ich habe nicht bedacht, dass da viele Leute dabei sind, die vielleicht durch mich gespoilert werden. Das will ich nicht, deswegen lasse ich das mal. Und ja, also halt vielleicht schaut euch einfach mal diese Serie an, weil die ist mega cool. Ich finde hier gerade nichts mehr, deswegen gehe ich mal zurück und verzauber ein paar Schwerter. Oder ich kann mir nochmal das da. Ja, komm, ich hole mir. Verzaubern mal Schwerter und dann gehe ich in der übernächsten Folge mal raus. Das sollte bis dahin gereicht haben. Ein bisschen Verzauberung auf meiner. Also ein Schwert will ich noch haben und ein bisschen Kopfbedeckung. Ne? Das sollte nicht schlecht sein. Genau, und ich. Wo war ich denn jetzt? Ich mag diese Serie halt, weil die in diesem mittelalterlichen Zeitraum spielt, wo es cool war. Ne, wo die Starken halt stark sind. Also. Wenn man da wirklich stark war, dann hat man auch etwas erreicht. Das sind 1 gegen 1 Kämpfe, nichts. Nee. Okay, das hat nichts kaputt gemacht. Also ist mir das egal. Ist mir egal. Okay, dann packe ich nochmal ein Schwert rein und hoffe, dass da Schärfe drauf kommt. Haltbarkeit, das ist das Problem mit den Schwertern gewesen, genau. Man kriegt nicht die Verzauberung, die man haben will. Da gehen viele Level flöten, leider. So, Schärfe 1 immerhin und das kann ich nochmal zusammenpacken mit dem anderen Schärfe 1 Schwert. Kostet wenigstens ein bisschen 11. Wie viel habe ich denn? Okay, wenn das so ist, das wird auf jeden Fall schneller gehen. Weil, obwohl, Schärfe 2 habe ich gemacht und das hat 6 Level gekostet. Ich berichtige mich. Das wird teurer. Schärfe 4 Schwert wäre cool, aber ich glaube, so viel schaffe ich dann in der Folge dann doch nicht mehr. Leider. Und ja, weiter geht's mit dem im Thema halt mit Game of Thrones. Lass noch mal ein bisschen Quarz. Ich finde das mega cool, diese 1 gegen 1 Kämpfe, diese ganzen Charaktere, die halt irgendwie eigen sind. Dann diese Geschichte, die nicht von einer Person handelt, sondern es geht zwar um diese vier Familien, aber die machen ja halt in der Serie. Ist das Schicksal dieser Person? Ist ja klar, es ist kein nichts Langweiliges. Natürlich sind das Schicksalsschläge, soll jetzt kein Spoiler sein. Sind verschieden, da sind halt immer so Ortssprünge, Zeitsprünge sind da auch schon drin. Aber meistens zeigt die Serie, was gleichzeitig passiert. Da unten ist Quarz. Und das finde ich mega cool an sich. Wie viel Level habe ich gebraucht? 14, ne? Ja, okay. Ich habe aber einen Level 5 Bogen in dieser Folge geschafft. Das heißt, ich brauche eine Spitzhacke. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ja, also Level 14 zu erreichen. Im 11 habe ich ja immerhin schon. Ich guck mal schnell. Da unten ist noch was. Das hole ich mir schnell. Weil ich mag es nicht, mich hochzubauen. Finde ich mega lästig. Okay, das war doof. Alter, das war mega doof. Jetzt leckt es auch noch. Okay, ich hoffe, das reicht. Ich bleib mal hier oben stehen. Alter, ich hätte gerade sterben können. Ich habe auch mega viel von meiner Spitzhacke verbraucht. So, ich kann jetzt runter. Ja, und ich mag diese, dass es halt so verschiedene Personen sind, die gezeigt werden. Und man weiß so, man will einfach nur, dass sich die Jüngeren der Starks, man will wissen, was mit denen passiert, was worauf die später halt eine Wirkung haben, sonst wären die ja in der Story
irrelevant und das ist auf jeden Fall kein Charakter in dieser Serie. Alle haben so halt einen Zweck, den sie erfüllen, was sich auf das Schicksal aller auswirkt. Oh, Alter. Kommt das nicht mal mit? Das ist nochmal ein Level, wenn ich mal. Ah, das war schade. Aber man kann nichts dagegen machen. So. Kann ich bitte raus? So, aber jetzt. Dann gehe ich mal. Da ist noch viel, viel Quarz. Leider kann ich das nicht mitnehmen. Mal schauen, dass mir gleich holen kommen. Und so ich mir das da oben noch. Leider höre ich noch diesen Spastiker. Der am Stöhnen ist wie ein Legaster. Ne, ich höre auf. Ich höre auf, ich höre auf, ich höre auf, ich höre auf. Ich hole mir noch vielleicht noch ein paar Pilze. Wäre gar nicht mehr schlecht. Dann könnte ich mir noch eine Pilzsuppe machen. Eine habe ich ja noch. Ach komm, ich mache das nur, wenn ich eine auf dem Weg sehe. Weil gleich ist die Folge zu Ende. Also dann schnell hier lang. Hier sind aber genug Pilze beider Arten. Deswegen nehme ich die mal kurz mit. Gibt es mehr von den braunen Pilzen, habe ich das Gefühl. Diskriminierung. Gut. Dann bin ich auch wieder zu Hause. Habe ich auch ein Level 3 Schwert geschafft in dieser Folge. Und ein Level 5 Bogen. Level 3, warum? Ich meine natürlich immer Schärfe und Power. Und ja. Stärke und Schärfe und Stärke. Das brauche ich gar nicht. Das kann ich eigentlich wegwerfen. Das hat nur 11 Level gekostet. Das wusste ich natürlich, damit ich die restlichen Schwerter verzaubern kann, die ich noch in meinem Besitz habe. Schärfe ist super geil. Der Mist ist der Glieder, Alter. Fick dich. Und Rückstoß. Okay, dann packe ich nur das rein, was ich wirklich brauche. Dann nehme ich nochmal. Ich habe. Wie viele Eisen habe ich denn noch? 10. Davon kann ich mir 5 Schwerter machen. Okay. Schärfe ist noch. Ah, das habe ich gerade angetan. Dann gehe ich. Ich überlege gerade, ich mache mir auf jeden Fall nochmal eine Spitzhacke. Dann werde ich noch ein Schärfe. Ich habe eine Schärfe 3. Ja, komm, ich werde auf jeden Fall noch so lange bleiben, bis ich eine Schärfe 4 Schwert habe. Dann passt das. Das wird dann auch ausreichen. Hoffe ich mal. Natürlich wird mein Gegner eine Schärfe 5 Schwert haben. Davon gehe ich mal stark aus. Aber das juckt mich jetzt nicht. Warum habe ich jetzt ein Fleisch gegessen? Das wollte ich doch nicht machen. Ja, und dann habe ich. Ich überlege gerade. Ich muss überlegen, was ich jetzt mache. Ich hole mir noch die Level da hinten. Ich muss überlegen, was ich machen will. Weil alles hat seine Folgen und wenn ich jetzt in der nächsten Folge noch eine ganze Folge drin bleibe, habe ich eine Folge, um draußen mich auszurüsten. Ich überlege gerade hart, was ich echt machen soll. So da rein. Wenn ich jetzt diese Folge aufnehme, dann ist bis Sonntag kommen drei Folgen, also kommen zwei Folgen, genau, zwei Folgen kommen dann für mich gerade. Ihr seht das ja alles ein bisschen später. Aber immerhin seht ihr so, wie ich die Sachen dann halt plane, wie die hochladen kommen. Also bis Sonntag kommen dann zwei Folgen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, dann kann ich zwei Folgen aufnehmen. Warte mal, das heißt, dass ich hiernach nur eine Folge aufnehmen kann. Ich glaube, ich lasse das mal mit. Schärfe 3 ist aber mega kacke. Ich guck auf jeden Fall, ich werde das auf die Folge von Dominik, von dem Domi halt zurechnen. Ich werde jetzt so viel Level farmen wie möglich. Und daraufhin werde ich halt entscheiden, weil ich glaube, die Folge ist gleich wieder zu Ende. Leute, leider, Leute. Ich darf jetzt nicht so viel Zeug machen, was mir nichts bringt. Ich glaube, ich baue mich da hoch. So. Immerhin mache ich dann halt was. So. Letztendlich überlege, ob ich meine Sachen da wegpacke. Ich hoffe, da kommt keiner hin. Zwei Folgen darf ich noch aufnehmen, das ist mega wenig, finde ich.
Und ja, da unten sind noch Quarzteile, die kann ich auch in der nächsten Folge holen, falls die Folge jetzt hier abrupt enden sollte, weil die Zeit ist gekommen. Hier habe ich noch schön viel Level mitgenommen, aber ich bezweifle stark, dass ich mein Schwert sich. Ja, ich brauche noch einen Helm und ich glaube, da investiere ich lieber die Level rein. Das heißt, so viel werde ich gar nicht mehr brauchen. Da kann ich echt die nächste Folge rausgehen. Ich glaube. Das war jetzt mega damage-haft, was ich gemacht habe. Dann gehe ich nochmal ganz schnell hier hin. Nehme noch ein paar Level mit. Da wurde ich gekickt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt mir eine Bewertung, ob ich halt nochmal mehr über Serien reden soll. Und ich habe noch ein paar im Petto, worüber ich reden kann. Und schreibt mir, wie ihr damit klarkommt, wie viel ich vom Content preisgeben soll, weil ihr wisst Bescheid. Ich möchte gern mit euch reden können, aber ich möchte euch gleichzeitig auch nicht spoilern, weil ich möchte euch halt auch nicht die Entscheidung nehmen, euch diese Serien anzugucken zu dürfen und die gleiche Freude dabei zu haben, die ich habe, und nicht zu wissen, was passiert, weil sonst ist halt eine Serie vorausrechenbar und ja, das ist mega kacke. Und deswegen, diese Frage ist halt im Raum. Ich hoffe, jemand beantwortet die und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.